das Reich des Herrn der Ewigen kennen. Samson! Deine Schwester ist in Gefahr. Herr der Ewigen kennt, deine Doppelzüngigkeit ist mir bekannt. Carlos, pass auf, da sind lauter Eimer mit Farbe. Im Namen des Planeten Erde, ich befehle dir, gib meiner Schwester die Freiheit. Mensch, Carlos! Oh, Entschuldigung, Alicia. Ja. Oh nein. Wo hältst du meine Schwester? Jetzt hör doch mal auf! Töte! Mein Gott, sie hat das war's damit, Weiß. Bei uns ist das totale Chaos. Ist auch schon egal. Ja, weil Christoph zieht unter das Dach und ich bekomme dann sein Zimmer. Dann kann Henrik wieder seinem Hobby nachgehen. Nein. Christoph, mein Kassettenrekorder ist kaputt. Keine Ahnung, ob das an der Pubertät liegt. Lass mal sehen. Ja. Okay. Ui, sieht da übel aus. Du, ich habe in der Pause eine Überraschung. Kannst du auch meinen Kassettenrekorder wieder richten? Ich richte jetzt erstmal die Kassette. Ja. Ist doch da noch drin alles. Okay, tschüss, Stefanie. Ja, ich muss mich jetzt auch beeilen. Ciao. Morgen. Morgen. Hast du mein Bioheft gesehen? Nee. Was ist denn hier los? Hast du eine Schleife? In der Küche. Henrik, mach doch mal einen Kaffee. Meine Kassette ist kaputt, kaputt und kaputt. Die ist nicht kaputt, die ist gerissen. Das kriegen wir schon wieder hin. Ich finde keine. Im Buffet, in der Schublade, rechts. Ich bin noch. Mensch, geht doch mal einer ans Telefon. Henrik. Kannst du mich noch richten? Ja, was soll ich jetzt machen? Kaffee oder hingehen? Du kannst ja noch eine halbe Stunde drüber nachdenken. Ja, alles okay. Was ist für ein Buffet? Sag mal. Hallo Tobias, hier ist Helena. Stell dir vor, ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Ist ja schon eine ganze Weile her seit unserer letzten Nacht. Nee, lass mal. Hallo? Ja? Oh, bist du nicht allein? Soll ich später nochmal anrufen? Nein, hier ist Henrik. Wer? Henrik? Ja? Der Sohn von Tobias. Oh. Ja, aber sprechen Sie ruhig weiter. Alicia! Was ist die Farbe? Oh, ein Mist! Mensch! Das ist ja eine Chance. Frische Brötchen! Ich weiß nicht, ob ich die ohne Kaffee runterkriege. Kaffee? Also, wie ich in Brasilien aufgestanden bin, da war das Frühstück immer schon fertig. Ja, ja. Ja? Hast du immer noch keine Schleife getrunken? Und ich habe als Kind ein Recht auf Versorgung. Bitte. Ah, Helena hat angerufen. Wer? Helena. Helena? Ach so, Helena, ja. Was wollte sie denn? Sie hat von dir geträumt. War wohl aufregend, hä? Was? Eure letzte Nacht. Helena ist eine entfernte Bekannte, sie ist Grafikerin. Sie zeichnet manchmal für mich. Ne? Das sieht doch blöd aus ohne Schleife. Ja. Kann ich das haben, Tobias? Ja, klar. Pornografie. Alles Pornografie. Reine Pornografie. Herr Strohmeier. Pornografie. Von solchen Zeichnungen kann man nicht auf den Charakter eines Menschen schließen. Das ist der Job von Herrn Sandmann. Das bringt uns überhaupt nichts vor Gericht. Und seine Weibergeschichten? Tobias wechselt doch ständig die Frauen. Da bumst doch jede, die mir über den Weg läuft. Ist doch wahr. Entschuldigung. Und dann lebt er auch noch mit einem Mann zusammen. Nein, da können die Kinder nicht bleiben. Nein. Finden Sie das nicht etwas übertrieben? Herr Strohmeier, wenn wir damit vor Gericht wollen, müssen wir das auch beweisen. Wir brauchen Fakten, das ist Ihnen doch klar. Ja, dann müssen Sie eben Fakten schaffen. Überwachen Sie ihn rund um die Uhr. Ich bin Anwältin, Herr Strohmeier. Ach ja, dann will ich mir eben einen Privatdetektiv nehmen müssen. Aber das Geld, das Sie drei mir gestohlen haben, das werden Sie doch noch einfordern können. Oder muss ich das etwa selber auch machen? Nein, natürlich nicht. Danke. Gretel, komm, wir gehen. Wir sprechen uns noch. So. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Etwa Ärger? Dieser Strohmeier versucht es mit allen Mitteln. Der Mann hängt halt an seinen Enkelkindern. Doch nur, weil er Nachfolger für seine Firma braucht. Ja und? Der behauptet doch tatsächlich, dass der Sandmann die Kinder sittlich verdirbt. Angeblich
lässt er die Puppen nachts tanzen. Hat's dir angetan, dieser Comic-Schmierer. Quatsch. Aber vergiss nicht, unser Klient heißt Strohmeier. Weißt du? Emotionen sind schlecht fürs Geschäft, ich weiß. Jedenfalls, was die Klienten angeht. Ach, der kann bloß nicht verlieren, dieser Strohmeier. Erinnert mich irgendwie an dich. Bitte? Sandmann. Hallo? Helena! Leider nicht. Tut mir leid, nur Julia Janowski, aber kann ich Sie trotzdem sprechen? Frau Janowski, ja, worum geht's denn diesmal? Ums Geld. Genauer gesagt, um das, was sich die Kinder bei Strohmeiers geliehen haben. Ach, Sie meinen den kleinen Vorgriff aufs Erbe? Mhm. Tja, leider sieht das Herr Strohmeier anders. Könnten Sie heute noch zu mir in die Kanzlei kommen? Heute? Ja, ich... Schlecht, wir sind gerade mitten beim Malern. Machen Sie doch mal eine Pause. Sagen wir um 14 Uhr bei mir im Büro. So viel Charme kann ich einfach nicht widerstehen. Sagen wir um 14.30 Uhr in der Amalienpassage beim Italiener. Carlos muss unbedingt was zum Mittag essen. Gut, ich werde gegen 2:30 da sein. Ich freue mich. Sag mal, spinnst du? Das ist die Anwältin der Gegenseite. Na und? Deswegen hast du trotzdem schöne Beine. Nicht gucken! So, jetzt. Für dich! Alles Danke. Gute! Erst ausblasen und wünsch dir was. Oh nee. Das ist von Tobias, der steht doch auf so Nonsenszeug. Mach auf! Ach, Vorsicht, das ist Carlos Star Trek 5 Kassette. Zwei Karten. Morgen für Magic Affair, danke. Eine für mich? Mhm, ich hab schon eine. Kannst ja noch jemand mitnehmen. Zum Beispiel diesen Typen, den du mir immer noch nicht gezeigt hast. Herzlichen Glückwunsch. Darfst du jetzt auch offiziell? Komm, lauf! Aber nur, weil du es bist. Oh, schade, dass du noch nicht frei hast. Bei mir fallen die letzten 2 Stunden aus. Ja, ja, ist amigos. Ja, schau, mach's gut. Vergiss nicht, Training heute Nachmittag. Ja, ja. Will ich da auch mitkommen? Ich dachte, du wohnst nur vorübergehend bei deinem Alten. Nein, ich bleibe. Bleibst. Mhm. Scheiß Situation, so als neuer was. Soll das sein? Fußball? Was denn sonst? Sag doch, was du kannst. Bitte. Du Flasche. Jahre für die Kinder da waren und dass der Herr Sandmann sich nie, aber wirklich nie um die Kinder gekümmert hat. Die Sache ist ganz einfach. Die Kinder gehören zu uns und ich beantrage das Sorgerecht für meine Enkel. Die Kinder haben sich für ihren Vater entschieden, Herr Strohmeier. Frau Jürgens, die Kinder wissen doch gar nicht, was gut für sie ist. Henrik zum Beispiel soll einmal meine Firma übernehmen. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. So was lernt man nicht von heute auf morgen. Und vor allem nicht bei meinem ehemaligen Schwiegersohn. Perspektive, das ist für den doch nur der Name seines Rasierwassers. Also, die Sache mit Carlos war ja vielleicht ein wenig voreilig. Das geben wir ja gerne zu. Aber wir haben dabei nur an den Kleinen gedacht. Bei uns ist doch viel zu langweilig für das Kind. Im Heim, da hat er andere Kinder zum Spielen. Natürlich kann er auch bei uns bleiben.
wenn die drei sich absolut nicht trennen wollen. Ich sehe das als wirklich reelle Chance für den kleinen Exoten. Das ist nicht diskriminierend, Sie verstehen, was ich meine. Ich fürchte, Herr Strohmeier, ich kann da nichts für Sie machen. Herr Sandmann hat bereits das vorläufige Sorgerecht. Und wenn meine abschließende Überprüfung von Familie Sandmann positiv ausfällt, wird es das Gericht wohl dabei belassen. Und wenn nicht? Haben Sie eine Chance. Dann warten wir es mal ab. Thorsten, denkst du noch an ein Bier? Ich komm gleich. Hallo. Hallo. Und was kann ich dir Gutes antun? Zwei Kugeln Vanille und eine Schokolade, bitte. Und sonst? Na, nichts mehr. Ich hab dich gestern in der Disco gesehen. Du warst das erste Mal da? Du tanzt echt geil. Ich meine, gut. Zweimal Vanille, einmal Schokolade. Würde ich auch gern lernen. Vielleicht gibt's da eine Möglichkeit. Warum nicht? Mach doch einen Tanzkurs. 3 Mark. War ein schlechter Auftakt, gebe ich zu. Ich würde dich gern kennenlernen. Da bist du nicht der Einzige. Thorsten, denk an ein Bier, bitte. Ja, mit Hummersoße werden die Dinger vielleicht gar nicht so schlecht. Na, komm her. Ja, natürlich. Ja, es ist ewig schade, dass aus unserem italienischen Essen nichts geworden ist. Na, Carlos, mach doch mal keine Pizza. Ja, deswegen muss er dem Kellner nicht in den Finger beißen. Darf ich ihm behilflich? Grünanlagen, betreten verboten. Danke. Du deine Pommes? Komm, die nehmen wir hier auch. Na, trotzdem einen guten. Nein. Was mit deinen Pommes? Die werden ja ganz kalt. Ach was, Julius Caesar konnte auch 7 Sachen auf einmal machen. Hm? So. Schau mal, hier ist auch ein Stift. Hm, das ist eine gute Idee. Das Geld, das die Kinder von Strohmeiers mitgenommen haben, überweisen sie jetzt doch einfach auf sein Konto. Damit wäre wenigstens die Sache erledigt. Und was ist die andere? Eigentlich dürfte ich Ihnen das gar nicht sagen. Aber da Sie mich schon fragen, Ihr Privatleben. Sind Sie interessiert? In gewisser Weise schon. Um konkret zu sein, Ihre wechselnden Frauenbekanntschaften. Ja? Ich meine, das interessiert das Jugendamt und den Richter. Das ist ja nicht zu fassen. Gehört zur Vaterschaft jetzt auch schon das Zölibat? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich rate Ihnen natürlich rein privat. Halten Sie sich zurück. Ich soll mich zurückhalten? Ihr Ex-Schwiegervater will das Sorgerecht für die Kinder, um jeden Preis. Wahrscheinlich hat er sogar schon einen Privatdetektiv engagiert. Er hat was? Ihr Lebenswandel interessiert ihn. Verstehen Sie? Hat ihm die Gretel jetzt seine Pornos weggenommen, oder was? Das ist ja nicht zu fassen. Er kann mich mal. Wie kommt er denn auf sowas? Altmännerfantasien. Trotzdem, vielen Dank. Ich hab Durst. Komm mit. Gleich, das hätte ich von Strohmeiers Anwälte niemals erwartet. Komm mit. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wie denn, mit Dutt und Rollkragen? Ja, so ungefähr. Ziemlich eindimensional, ihr Frauenbild. Was anderes von dir erwartet? Ich muss los. Auf Wiedersehen. Hallo, Thorsten. Ah, hallo. Bist du sauer auf mich? So, ich wollte dich echt anrufen, Stefanie. Aber ich habe die ganze Zeit mal locht und am Wochenende war ich weg. Kommst du morgen mit zu Magic Affair? Stefanie, ist doch bestimmt schon ausverkauft. Ich habe noch eine Karte übrig. Ehrlich? Ja, was ist los? Hast du Geburtstag oder was? Ja. Tatsache. Alles Gute. Du, aber ich kann nicht. Ich habe schon was vor. Ich bin verabredet.
Schade. Mit wem denn? Ich mach da mit bei so einer. Ich kann wirklich nicht. Ohne dich will ich da auch nicht hingehen. Mensch, sind doch bestimmt eine Menge anderer Jungs scharf drauf, mit dir dahin zu gehen. Tut mir leid. Kanzlei Baumgartner Janowski? Frau Janowski? Ja? Ihr Sandmann. Ich weiß, Sie sind die Anwältin der Gegenpartei, aber ich muss immer an unser nettes Gespräch denken. Und ich wollte Ihnen einfach noch mal sagen, wie toll ich es fand, dass Sie so ehrlich waren. Ach, wissen Sie? Doch. Ich bin Ihnen natürlich keine Rechenschaft schuldig. Es geht mir auch hauptsächlich nur um die Kinder. Aber diese wechselnden Frauenbekanntschaften, das ist wirklich Schnee von gestern. Das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Wie würde ich da vor den Kindern dastehen? Und um die Kinder geht's mir hauptsächlich. Die möchte ich auf gar keinen Fall verlieren. Also nochmals vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Was ist, mein kleiner Roboter? Das blöde Tier von der Spielmaschine fällt immer raus. Mm. Sie ist kaputt. Oh, yeah. Sag mal. Carlos! Mensch! Oh, toll. Und? Geht sie wieder? Hast du den Zehnerschlüssel gesehen? Da ist keiner drin. Ja, das weiß ich selber. Was? Kein Rotwein. Kein Käse, keine Schokocreme für Carlos. Heute ist Fußball. Ah, wieder mit eurem Fußball. Ich dachte, wir essen heute Abend mal schön zusammen. Wieso? Die Chips reichen doch für alle. Hast du mal was von Nährstoffen, von Vitaminen gehört? Wieso? Ist doch alles drin, was der Mensch braucht. Hier zum Beispiel. Kartoffeln, Pflanzenöl gehärtet mit Antioxidationsmittel, Tocopherol, Würzmittel mit Salz und Geschmacksverstärker Natriumglutamat, E407 und so weiter. Kann das sein? Keine Ahnung. Schau noch mal nach. Ach nee, geh du. Jetzt geh schon, ich hab dreckige Hände. Ist doch wahrscheinlich eh für dich. Geht sie wieder? Ja, klar. Überraschung! Marlene. Mensch, bin ich froh, dich zu sehen. Ah, gut siehst du aus, wie immer. Was? Ich weiß. Ich hätte vorher anrufen sollen. Aber der Stopp hier war nicht geplant. Wir fliegen erst morgen weiter. Kleine Entspannungspause. Marlene, es hat sich einiges verändert. Es geht nicht mehr so wie früher. So? Wie geht es denn dann? Wer bist du? Oh, da ist einer. Das ist Carlos, mein Sohn. Ah, bist du auch African Airline geflogen? Ich wusste gar nicht, dass Tobias Sandmann Kinder hat. Das war für ihn auch eher eine Überraschung. Spielst du schon lange Fußball? In Brasilien bei Sao Paulo gespielt. Das reicht doch, oder? Sao Paulo? Na, dann zeig mal, was du kannst. Hat dich schon warm gemacht? Okay, Jungs, das reicht. Kommt mal her mit den Bällen, ja? Wir spielen jetzt 1-gegen-1 aufs Tor. Na los, beeilt euch mal ein bisschen, ja? Jeder von euch sucht sich einen Partner. Die Bälle kommen hierher. Silvester, du spielst gegen ihn. Ihr beide fangt an? Okay. Gut. Und ab!
Okay, also, lass mal sehen. Und ab! Hey, Silvester, was ist denn los mit dir? Spielt dir meine Großmutter besser? Flasche. Ja, ein wirklich gutes Ballgefühl. Okay, komm, also die nächsten. Okay, und ab. Hättet mal Sao Paulo sehen sollen. Gegen die könnt ihr einpacken. Euer Verein hier ist mir sowieso viel zu lahm. Zu lahm? Dann geh doch. Blöd, dass du nicht aufgestellt bist morgen. So hätten wir wirklich eine reelle Chance gegen Ebersberg. Du kannst uns ja von der Tribüne aus anfeuern. Ha, ha, ha. Also, Jungs, der Franz fällt morgen aus. Der Franz? Ach, so ein Scheiße, warum? Henrik, du springst für ihn ein. Traust du das zu? Klar, wenn es unbedingt sein muss. Okay. Hast du mich gesucht? Klar, ich wollte sehen, ob du Fortschritte machst. Na, und? Noch keiner angebissen? Du hast ein völlig falsches Bild von mir. Wahrscheinlich bist du eher introvertiert und suchst die Stille und die Natur. Und nebenbei lauere ich Mädchen auf und wenn ich eine erwische, dann vernasche ich sie. Was liest du? Über Magie. Ach, und das hilft? Mir schon. Überzeugung ist alles. Voodoo und sowas. Da musst du mal nach Brasilien fahren. Da machen viele Leute so mystische Sachen. Brasilien würde mich schon interessieren. Du hast da gelebt? Ja. Wieso bist du dann zurückgekommen? Ich wohne jetzt bei meinem Vater. Meine Eltern, also meine Mutter und mein Stiefvater, sind tot. Verunglückt. Denkst du oft daran? An den Unfall? Ich sehe immer meine Mutter vor mir, wie sie sich von mir verabschiedet hat. Ich war so gemein zu ihr. Bestimmt hat sie dir verziehen. Dir kann doch niemand böse sein. Warum erzähle ich dir das alles, hä? Damit ich dich kennenlerne. Jetzt lass dieses dumme Viech sein. Wo ist der Cayennepfeffer? Dankeschön. Du mit drei Kindern. Das hättest du dir nicht gedacht, hä? Auch nicht so scharf. Doch, finde ich toll. Ehrlich. Ich wusste ja gar nicht, dass du welche hast. Magst du mal probieren? Mhm. Sei vorsichtig, es ist heiß. Mhm. Marlene. Ist lecker? Ja, ich muss mein Leben ändern. Ah, spannend. Kann ich dir dabei helfen? Es hat nichts mit dir zu tun, aber ich möchte dir gerne widerstehen. Sieht so widerstehen aus? Kinder, das Essen ist fertig. Und danach? Bringen wir Carlos zu Bett. So, komm, Carlos, jetzt wird wirklich geschlafen. Nein, ich will Du musst aber. Es ist doch noch so hell. Oh nein, es ist ganz, ganz tief dunkel draußen. Und dann kommt die kleine Maus und gibt einen Kuss und schlüpft ins Bett und schläft. Gute Nacht, mein Engel. Gute Nacht. Ja, gut. Du auch. Willst du nicht doch lieber im Hotel übernachten, Marlene? Morgen früh wird's ja ganz schön laut. Kannst du dich noch erinnern? Letztes Jahr in Frankreich, klar. In dem kleinen Hotel. Ein Cabernet. Ist der für mich? Dankeschön, ist aber lieb von dir. Ja,
Ja, den werde ich mal in der stillen Stunde genießen. Tobias, was ist los? Nichts, was soll denn los sein? Es ist ihm einiges passiert, seit dem letzten Mal. Hör mal zu. Wir hatten doch viel Spaß zusammen. Und ich hab dich ziemlich gern. Aber wenn es für dich jetzt nicht mehr so ist, dann kannst du es mir ehrlich sagen. Meine Schwiegereltern wollen mir die Kinder wegnehmen. Und das geht so weit, dass sie einen Privatdetektiv engagiert haben. Ach so. Und der liegt jetzt bei dir und im Bett? Komm, komm, schieß, schieß! Gib ab! Mann, die Flasche! Du störst. 10 Minuten sind vorbei, 0-0. Ist Alicia da? Gott, die Arme. Oh Gott. Hey. Du musst alleine ins Konzert gehen. Er kommt nicht mit. Und ohne ihn will ich auch nicht. Was spielen die denn da? Das ist ja Regionalliga. Mensch, Junge, nicht nach hinten, sondern nach vorn. Na klar kommst du mit. Mach dich doch nicht von so einem blöden Kerl abhängig. Du kennst ihn nicht. Er sieht total gut aus, irresensibel. Vielleicht hat er ja eine andere. Blödsinn. Und wenn, kannst du ihn eh vergessen. Außerdem ging die Flanke ja auch hinter das Tor. Dich hat's ja ganz schön erwischt, hä? Nimmst du jemanden mit? Ich? Nö. Ich hab da heute einen kennengelernt. Er hat mich ziemlich blöd angequatscht, aber... Ist ganz nett. Dann nimm ihn doch mit. Wenigstens ein Grund für mich mitzukommen. Ich muss ihn doch begutachten. Nee, ich kenne ihn doch gar nicht. Du wirst ihn auch nie kennenlernen, wenn du ihn genauso nervst wie uns. Jetzt seid doch mal ruhig. Man könnt ihr nicht woanders weiterlabern. Ruhe jetzt. Wieso sind Mädchen bloß so dumm? Ihr habt nichts anderes im Kopf außer Jungs. Ich muss eh gehen. Meine Mutter kocht für mich. Sie will mit mir feiern. Und wenn ich Glück habe, ist der Dow Jones Index nicht gefallen und mein Vater kommt. Schönen Geburtstag. Danke. Er war ja auch ein bisschen tschüss, verletzt, tschüss. Aber mittlerweile ist das wohl nur noch ein mentales Problem. Hör zu. Er hat 3 Spiele jetzt nicht mitgemacht, aber... Oh. Tor! Ach, super. Ach, wie stören wir. Lass uns los. Nein, nicht auf die Terrasse. Die Kinder wollen sich einen Schluck mittrinken. Hm? Komm, lass uns gehen, es hat keinen Sinn. Wir schauen bei dir weiter. Oh, oh, die Chips gehen weg. Mach dir keine Sorgen, die Kids wissen, was läuft. Ja, was, wovon redest du denn? Junge, der Appetit kommt beim Essen. Viel Spaß. Oh, danke schön. Ich muss noch was lernen. Wir trinken nur noch einen Schluck zusammen und dann mache ich Marlene das Bett im Gästezimmer. Komm, komm. Ist das auch breit genug? Geht aber ganz schön ran. Ich verstehe gar nicht, was die alle an dem finden. Schüchterne Männer haben so was Geheimnisvolles, was man von dir nicht gerade behaupten kann. Service an Bord. Das Auto muss ja nicht das ganze Haus aufwecken. Ihr habt was verloren während des Fluges. Wohnzimmer, Flur und Treppe. Na dann, fröhliches Durchstarten. Morgen, Carlos. Bist du schon auf? Mach mir nur schnell einen Kaffee und einen Toast. Ich frühstück heute auf meinem Zimmer. Schau mal, Tobias, was ich gemalt habe. Ich bin noch so müde.
Was hast denn du da? Gib mal her. Das ist keine Mütze, ja? Das muss Marlene irgendwie verloren haben. Für den Morgen danach empfehle ich dir Selleriesaft mit einem Eigelb. Auch nicht schlecht. Guten Morgen. Morgen. Oh, soll ich euch den Kaffee ans Bett bringen? Nein, es ist nicht nötig. Marlene schläft noch. Ja, nein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ist doch langweilig mit deinem Vater allein im Bett. Hey, da sind sie ja. Lecker Kaffee. Ja, da sind sie. Hallo, Alicia. Bist du noch gar nicht in der Schule? Hallo. Nee, um die Zeit wäre ich da noch ganz schön alleine. Ach, ja, stimmt. Ja, ist halt schon lange her bei mir, die Schule. Du, der Carlos hat mein Notizbuch mitgenommen. Oh, dann hol ich's dir mal schnell. Ja. Meine Detektivin. Schlimmer. Die Anwältin von meinem Schwiegervater. Du, ich find's nicht. Ich bring's dir später. Ich brauch das aber dringend. Wo ist denn Carlos? Keine Ahnung, aber ich muss jetzt in die Schule. Also tschüss. Klar, ich schau mal selber nach, ob ich's finde. Hm? Oh, habt ihr Besuch? Ja, nein, nicht direkt. Guten Tag. Tag. Frau Janowski. Du, Julia. Schön, dass Sie vorbeischauen. Ich hab dein Buch. Schau mal, was ich gemalt habe. Ja, schön. Du, Marlene hat bei Tobias im Bett geschlafen. So. Wollen Sie auch? Danke. Ich fürchte, das würde zu eng werden. Feuernowski! Feuernowski, das ist ein Riesenmissverständnis. Ich kann Ihnen doch alles erklären. Feuernowski, bitte, bleiben Sie doch da. Feuernowski! Und du? Wir wohnen auch noch nicht lange hier. Seit 2 Jahren. Mein Vater arbeitet als Koch im Seehotel. Als Koch? Da komme ich mal zum Mittagessen. Mein Vater ist selten zu Hause. Und deine Mutter? Ist vor einem halben Jahr ausgezogen. Sobald ich die Kohle habe, ziehe ich auch aus. Ich möchte erst genug Geld verdienen und dann mit einem Studium anfangen. Was? Irgendwas über andere Kulturen. Sprachen, Philosophie. Na, jedenfalls nicht so ein Yuppie-Studium, du weißt schon. Magst du Musik? Ja. Hast du Lust, heute Abend auf ein Konzert zu gehen? Ich gehe mit einer Freundin hin. Komm doch auch. Grüß Gott. Grüß Gott. Soll ich nicht doch noch bleiben? Mein Flug geht ESC spät. Nein, nein. Ich weiß doch, wie gerne du shoppen gehst in München. Ich komm schon zurecht. Ach, ich hab doch noch den ganzen Tag Zeit. Ich kann euch beim Malen helfen. Oder soll ich was kochen? Marlene, ich schätze deine Kochkünste. Aber ich habe Abgabe, ich habe eine Menge zu tun. Ich kann doch auch mit Carlos spielen. Um Gottes Willen, heute ist ein freier Tag. Entspann dich und kauf dir was Schönes. Hm? Diese Janowski, hast du was mit der? Ich? Nein, natürlich nicht. Guten Flug. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freundschaften muss man pflegen. Aber ruf bitte vorher an. DV. Gleich DU mal DX, dann wäre ja. Henrik?
Könntest du. Dann wärst du mal DV gleich du mal DX. Ist das Mathe? Zeig mal her. Oh, das hatte nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit dem, was ich damals gemacht habe. Das ist auch was für helle Köpfe. Ich verstehe auch nicht, warum ich das lernen muss. Könntest du Carlos übernehmen? Ich muss mal eben weg. Ich kann ihn nicht übernehmen, ich muss zum Fußball. Du hättest 5 Minuten später kommen können. Nein, kann ich nicht. Heute ist ein Spiel. Mein erstes Spiel. Und dann nimm Carlos doch einfach mit. Kann ihn doch nicht einfach mitnehmen. Bis dahin ist Alicia auch wieder zurück. Ich muss wirklich dringend weg. Ich verlasse mich auf dich, Helen. Hallo? Ist keiner da? Wo warst du denn so lange? Du musst doch auf Carlos aufpassen. Ich habe heute mein erstes Spiel. Und ich gehe heute Abend ins Konzert. Bis da bin ich wieder zurück. Ich verbrenne dein Sao Paulo-Trikot, wenn du mich hängen lässt. Und ich erzähle deinen ganzen Freunden, dass du keine Jungfrau mehr bist. Passt ja nicht mehr alle. Carlos? Na, kleines Helferchen, alles im Griff? Ja. Komm, wir schalten mal gleich an. Vorsicht! Die hat doch Tobias repariert. Na, du Angeber? Ich dachte schon, du kneifst. Kauf dir eine neue Uhr, Mann. Ich habe noch ganze 2 Minuten Zeit. Wo bleibst du denn so lang? Hast du Henry gesehen? Keine Ahnung. Hey, kommt mal alle her! Kommt mal alle her! Kevin, mach jetzt keine Witze, ja? Komm her! Also hör zu. Wir fangen erst mit 10 Mann an. Und wenn wieder mal einer ohne Entschuldigung fehlt, dann sucht er sich einen neuen Verein. Klar? Also reißt euch zusammen. Los! Silvester, mach auf! Aufmachen, Mann! Auffassung an Fußball ist, dann hau gleich wieder ab, ja? Begabung allein tut's nämlich nicht. Entschuldigung, ich kann überhaupt nichts dafür. Jemand hat mich eingeschlossen. Eingeschlossen? Wo eingeschlossen? In die Umkleidekabine. Erzähl doch keine Märchen. Hey! Hey! Das klären wir später, ja? Come, come, come!
Ich muss mit Frau Janowski sprechen. Haben Sie einen Termin? Nein, natürlich nicht. Bedauere nur nach Voranmeldung, Frau Janowski ist beschäftigt. Ja, sonst noch was. Ich habe heute schon 100 Mal angerufen. Frau Obermeier, das gehört ja auch noch dazu. Frau Janowski, ich schwöre es. Nicht nötig, ich glaube Ihnen kein Wort. Das war wirklich ein totales Missverständnis heute Morgen. Oh, das würde mir aber leid tun für die Dame. Frau Janowski, Sie mögen doch die Kinder auch. Können wir nicht einfach noch mal alles in Ruhe durchsprechen? Vielleicht beim Essen oder so. Wollen Sie mich bestechen? Frau Janowski, mir ist nicht zum Spaßen zumute. Es steht Ihnen jederzeit frei, sich eine andere Gesprächspartnerin zu suchen. Mangel an Möglichkeiten besteht vermutlich keiner. Ach, jetzt glauben Sie ja noch diesen Schwachsinn, den Ihnen mein Schwiegervater erzählt hat. Frau Janowski, Sie wollen doch eigentlich auch, dass die Kinder bei mir bleiben. Ach, bitte, Herr Sandmann! Sie verstehen mich. Ich weiß es. Sie sind eigentlich auf meiner Seite. Ich spüre das. Auf Wiedersehen, Herr Sandmann. Frau Janowski, ich gebe die Kinder nicht her. Das werden andere entscheiden. Frau Janowski. Herr Sandmann. Henrik, wo warst du denn so lange? Oh, soll ich vielleicht mitkommen? Nein, du musst auf Carlos aufpassen. Mensch, was soll ich noch alles machen? Ich bin hier Hausmann, Putzfrau, Maler und Tapezierer, eine Werft habe ich auch noch. Ich bin verabredet mit einem Kunden. Nur flexible Männer haben heute noch eine Zukunft. Da sehe ich aber schwarz für deinen Vater. Wo ist denn der eigentlich? Der könnte ja auch mal auf den Kleinen aufpassen. Bitte. Streiche Carlos alle halbe Stunde, dann hat er dich besonders gern. Okay, tschüss. Tschüss. Carlos! Ja? Weißt du, was wir jetzt machen, wir zwei? Nein. Wir fahren jetzt zu mir in die Werft und du hilfst mir ein bisschen beim Arbeiten. Nein, ich habe heute keine Zeit. Ach doch. Oh Mensch, Carlos, ich... Ach, so ein Mist. Crew-Austausch. Mein Flug geht erst morgen. Glaubst du, ich könnte bei euch noch mal übernachten? Ja, wunderbar. Du könntest ja auf den jungen Mann hier aufpassen. Ja, klasse. Kommst du zu mir? Ja? Hm? Komm her. Yep. Super, danke schön. Wo habt ihr euch verabredet? Na, hier auf dem Bahnsteig. Ja. Ich hoffe, er kommt rechtzeitig. Hey, jetzt mach nicht so ein Gesicht. Lass dir doch nicht von so einem Typen den Abend verderben. Alicia! Da ist er. Jetzt bin ich gespannt, wie du ihn findest. Hallo, Alicia, ich... Hallo, das ist Stefanie. Thorsten? Ah, was, ihr kennt euch? Ja. Wieso hast du das gemacht? Was? Hey, Stefanie, warte mal! Überraschung! Oh. Jürgens, vom Jugendamt. Kann ich Herrn Sandmann sprechen? Tobias ist gerade nicht da. Ja, dann kommen Sie doch rein. Können Sie mir bitte folgen wollen? Tobias günstige Besorgung aus dem Duty Free. Ich bin nämlich Stewardess.
ja mal ein anderes Kindermädchen. Wenn Marlene nicht zufällig vorbeigekommen wäre und mir Carlos abgenommen hätte, dann könnte ich meinen Kunden vergessen. Wie, Marlene? Bist du wahnsinnig? Wieso? Was für ein Vater gut ist, kann dem Sohn nicht schaden. Jetzt lass deine dummen Sprüche. Überraschung, Tobias. Ich war gerade zufälligerweise in der Stadt und ich dachte, ich helfe euch beim Malen. Das ist Frau Jürgens vom Jugendamt. Ja. Grüß Gott. Wir reden nachher weiter. Wiedersehen. Ja, ich wusste nicht, dass Sie heute. Also können Sie einfach hier so unangemeldet. Ich kann, Herr Sandmann, ich kann. Ich hab das doch nicht gewusst. Und ich habe den Eindruck. Ich will Stefanie nicht wehtun, ich will ihr nicht den Freund wegnehmen. Dass Sie neben Ihrer beruflichen Belastung. Bin ich zu spät? Die haben mich eingesperrt in der Umkleide. Ich musste da rausklettern. Aber ich hab's Ihnen gezeigt. Ihrer Familie, wie ich hier also so sehe. Sie diesen Pass. Dann laufe ich vor zum 16er, geb ab zu Silvester und. Schau mal, Tobias, wie schön ich das ausgemalt hab. Nicht zurecht gewachsen sind. Sie sollten in mein Büro kommen, Herr Sandmann. Schönen Abend noch. Volltreffer. Just